Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu ein bisschen Ausrüstungsbesprechung, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und zwar den Rucksack, den ich jetzt auf dem Westweg mal ausprobiert habe. Das ist ja ein relativ günstiges Exemplar. Also sehr, 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 sehr gut für Einsteiger, auch für Trekking-Einsteiger, die in Deutschland mal eine kleine Trekking-Tour machen wollen. Mit, ja, vorzugsweise im Sommer, weil einen fetten Schlafsack kriegt man dann da, glaube ich, nicht mehr rein, wenn man noch zusätzlich Übernachtungsausrüstung plus Wechselklamotten mitnehmen möchte und entsprechend viel Wasser auch transportieren muss. Wenn es im Sommer dann eben entsprechend heißer ist, dann wird das irgendwann eng, aber das Ding hat 50 plus 10 Liter. Ich vermute mal, dass die 50 Liter das Hauptfach darstellen sollen und die plus 10 Liter vermutlich die beiden Seitentaschen hier plus das Deckelfach darstellen. Aber das ist Spekulation, so genau steht das natürlich nirgendwo dabei und das konnte ich auch sonst nicht weiter rausfinden. Vielleicht, das ist bei anderen Rucksäcken, die eine Angabe plus 10 haben, könnte es auch daran liegen, dass der hier noch so eine Schürze hat, Schneeschürze. Und wenn man die komplett nach oben auszieht, dann sind es vielleicht insgesamt auf der gesamten Länge 60 Liter. Das ist jetzt halt eben das große Rätsel, das man nicht so ganz beantworten kann. Ich kann aber auf jeden Fall bestätigen, das ist zumindest für den Anfänger für eine bis zu einwöchige Trekkingtour irgendwie reichen müsste, sein Zeug dann da unterzubringen. Gibt allerdings dann ein kleines Problem, wenn es regnet, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Ansonsten, das Ding ist vom Hersteller Quechua, hier zu lesen. Das ist die Hausmarke vom Decathlon. Das ist ein ja, großer Sport-Discounter. Und wenn ich Discounter schon sage, dann könnt ihr euch sicherlich denken, dass dieses Gerät, dieser Rucksack hier wahrscheinlich nicht unter allzu wahnsinnig tollen Produktionsbedingungen und auch nicht unbedingt in Deutschland entstanden ist, sondern in irgendeinem Land der Kategorie sonst wo. Das ist immer ziemlich böse, wenn ich das so sage. Ich sage es jetzt so trotzdem. Ich glaube, Vietnam, Thailand, irgendwie sowas. Nicht mal mehr China. China ist schon zu teuer geworden inzwischen. Ja, das ist halt eben nun mal so, dass man das fast schon machen muss, so produzieren, wenn man kostengünstig produzieren, wirtschaftlich produzieren möchte, um dem Kunden dann auch einen entsprechend günstigen Preis bieten zu können. Der Rucksack ist für seine Qualität wirklich erstaunlich billig und kostet nur, ich glaube, 100 Euro oder sogar noch ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht genau, ich guck's nochmal nach und blende es euch ein. So. Und das muss man halt eben natürlich einfach für sich selber, mit sich selber ausmachen, dass man eben weiß, dass man was kauft, was nicht unbedingt, naja, was unter schlechten Produktionsbedingungen hergestellt worden ist oder zumindest fragwürdigen Produktionsbedingungen, wenn man so einen Rucksack hier kauft. Genauso wie wenn man ein Smartphone kauft, beliebigen Herstellers. Wahrscheinlich ist der Apfel noch ein bisschen böser als die anderen, obwohl, ich glaube, die sind alle, haben alle ähnlich viel Dreck am Stecken, was das angeht. Gut, einfach nur für sich selber klar machen im Hirn, ob man das kaufen möchte oder nicht. Ich für meinen Teil bereue es schon wieder und kaufe nächstes Mal wieder was ganz Hochpreisiges, bei dem ich auch weiß, dass das unter vernünftigen Bedingungen produziert worden ist. Aber ja, jetzt habe ich den Rucksack und ich wollte es einfach auch mal ausprobieren. Wie ist denn das jetzt nun? Taugt denn nun diese Quechua-Ausrüstung jetzt auch im höherpreisigen Segment was? Normalerweise habe ich von denen meistens T-Shirts und Unterhosen. Das ist alles völlig in Ordnung für irgendwelche Wanderzwecke und so weiter. Da muss man auch nicht mehr ausgeben, finde ich. Das sind so Dinge, da reicht eine einfache Qualität. Das muss nicht tippitoppi, ultra, mega, super toll sein. Natürlich, Merino-Wolle ist super, aber ist die Frage, ob man das braucht. Okay, jetzt gibt es hier diese seltsame Deckeltasche. Zu der komme ich noch am Schluss zu sprechen, weil die hängt mit den zwei großen Kritikpunkten, drei großen Kritikpunkten, mal gucken, wie viele mir einfallen, dieses Rucksacks zusammen. Aber jetzt machen wir den doch einfach mal spaßeshalber auf und fangen mit dem Innenraum an. Dafür haben wir jetzt hier eben also so einen normalen Deckel, der da halt drauf liegt. Das ist ja an sich schon ganz schön, das hat ja auch fast jeder Rucksack dieser Art, ganz wenige Ausnahmen haben es nicht. Hier hinten haben wir einen entsprechenden Schnürzug und können den dann entsprechend aufziehen. Und hier haben wir jetzt eben diesen Bereich, der vielleicht für die plus 10 Liter sorgt, vielleicht auch nicht, mit einem schönen Druckknopf und haben dann hier einen durchgängigen Reißverschluss bis
na, das war die Kamera, fast ganz runter, haben deshalb also sehr viel Zugriff auf unseren ganzen Krempel und müssen nichts im Rucksack suchen, wir kommen überall dran. Das ist sicherlich auch ganz praktisch, wenn man schnell mal irgendwas braucht, was weit unten ist. Und es handelt sich sogar um einen wasserresistenten Rucksack, Reißverschluss, wie man eben hier daran sehen kann, dass er, wenn, wenn er zu ist, sehr eng zusammenliegen und in diesen kleinen Spritzritze dazwischen drin, da kann jetzt nicht so viel Wasser eindringen. Ein bisschen war schon, weil, und das ist halt eben der Unterschied, wenn wir jetzt mal ranzoomen, da merkt man dann doch, zum Beispiel jetzt hier in dem Bereich, es gibt eine kleine Ritze dazwischen und da kann schon ein bisschen Wasser eindringen. Bei einem richtigen wasserdichten Reißverschluss oder eben einem Reißverschluss der Kategorie richtig hochpreisig ist dann diese kleine Ritze auch schon nicht mehr vorhanden. Also das sind dann so Details, wo man erkennen kann, dass das hier halt eben kein hochpreisiges Superqualitätsprodukt ist. Dafür kostet es auch keine 200-300 Euro, sondern eben nur 100 rund. Bodenfach ist ein klassisches Bodenfach. Gibt es, meiner Meinung nach hat das den Nachteil, dass man hier keine Möglichkeit hat, das Bodenfach noch zusätzlich mit solchen Schnallen zu verschließen. Also die kriegst du nicht nach da unten. Du hast hier zwar solche Dinger, wo du noch zusätzliche Schnallen dran machen könntest und anhand mit diesen Dingern könnte man sich jetzt hier noch zusätzliches Material unten am Bodenfach befestigen. Für meinen Geschmack fehlt aber eine serienmäßig vorinstallierte Befestigungsmöglichkeit für zum Beispiel eine große Isomatte. Die geht halt eben unten nicht dran. Die müsste man sich dann unter den Deckel klemmen oder an die Seite. Unten geht nicht und unten ist meine bevorzugte Befestigungsecke für eine Isomatte. Ansonsten ist auch hier der Reißverschluss völlig okay verarbeitet. Man kriegt hier einen Regenponcho runden, locker mal rein. Und da ist natürlich auch genug Platz für einen leichten Sommerschlafsack. Für meinen Geschmack hätte das Fach ein bisschen größer sein können. Ich habe einen Carinthia Tropen gerade so reingekriegt. Also wirklich gerade so. Jetzt sieht die Tasche so voll aus, obwohl so viel nicht drin ist. Und das liegt daran, dass sich hier unten bei der gelben Lasche ein Klettverschluss befindet. Und dann eine Fronttasche auf den Bodenbereich aufgesetzt ist, in der sich der fest installierte Regenschutz befindet. Mir wäre es lieber, wenn man den ganz rausnehmen könnte, kann man aber nicht. Der hängt hier an dieser Schnur und ist damit fest vernäht. Das kriegt man also nur ab, wenn man es abschneidet. Vielleicht mache ich das noch. Kommt man nachher noch drauf zu sprechen, warum. Aber es ist ein Regenschutz dabei. Das ist ja auch schon mal cool. Nicht jeder super hochwertige Rucksack hat, trotzdem nicht jeder einen fest installierten Regenschutz, der gleich auf den Rucksack drauf passt. Selbstverständlich passt der nur so lange, wie man hier jetzt keine Isomatte zum Beispiel unten drauf spannt. Vielleicht ist es auch der Grund, weshalb man gar keine drauf spannen kann. Die Hüftflossen haben auf jeder Seite noch jeweils so eine kleine Extratasche. Das finde ich einfach nur toll, muss ich sagen. Das haben meine großen Trekking-Rucksäcke leider nicht. Vermisse ich da sehr. Das Band ist vielleicht ein bisschen sehr lang. Da kann man daran sehen, dass der Rucksack potenziell auch von extrem unsportlichen Personen kaufbar ist, weil man kann beliebig fett sein und kriegt ihn immer noch um. Mit so einem langen Band geht das. Also wirklich so richtig Wampe. Würde funktionieren. Interessant ist übrigens auch, das Ding hat so ziemlich an jedem längeren Band dann irgendwo so ein Gummidingens, mit dem man dann schon irgendwelche Schnüre wieder fixieren kann. Dass also das nichts rumbammelt, das kann man jetzt hier zum Beispiel durch, entsprechend aufwickeln und dann da entsprechend irgendwie durchstecken, dass es halt fixiert ist. Also ihr wisst, was ich meine, muss ich jetzt nicht vormachen. Die andere Seite sieht exakt genauso aus. Ja, in schicken Zubehör wären dann noch diese beiden Gummizüge hier zu nennen. Damit kann man gerade bei jemandem, der Trekkingstöcke braucht, wie mir, sehr praktischerweise diese dann daran befestigen. Leider, das finde ich auch wieder ein bisschen seltsam, gibt es diese Gummizüge nur auf der einen Seite und hier drüben leider keine. Sonst hätte man da einen Stock und hier einen Stock festmachen können. So muss man beide Stöcke auf der gleichen Seite festmachen. Das ist von der Gewichtsverteilung her einfach ein bisschen ungünstig. So, und dann haben wir hier natürlich so Kompressionsriemen, mit dem man den Rucksackinhalt schön komprimieren kann. An sich tolle Idee. Auch sehr schön gelungen und durchdacht finde ich diese Lösung mit diesen Häkchen, mit denen das befestigt ist. Dann kann man es nämlich schnell mal einfach aufmachen, hier drin dann irgendwas suchen
drin rumkruscheln, rausholen, was drin ist, wieder zumachen und den Haken einfach wieder einhängen, ohne jetzt noch großartig das Ding vorher entlasten und dann wieder festziehen zu müssen. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut gelöst. Noch nicht so ganz klar gekommen bin ich mit dieser Seitentasche, weil man nur die Option hat, entweder die Seitentasche voll zu stopfen oder diesen Netzbeutel hier. Und da ich Gewohnheitstier bin und eigentlich immer meine Wasserflaschen in so einem Netzbeutel außen am Rucksack transportiere, habe ich das auch diesmal gemacht und konnte dann mit einer 1,5 Liter Flasche, die dann da drin hängt, diese Tasche quasi überhaupt nicht nutzen. Da hätte ich dann höchstens noch ein bisschen Schreibzeug oder irgendwelchen ganz, ganz kleinen Krempel, vielleicht noch eine Socke unterbringen können. Mehr wäre da schon gar nicht mehr drin gewesen. Die andere Seite sieht eben auch wieder genauso aus. Und man muss dazu sagen, ich habe lange überlegt, hä, ist das Plastik oder ist das Aluminium? Es ist schon wirklich Aluminium und kein Plastik. Ist ja auch was wert. Nochmal kurz zum Schlafsackfach. Das ist untertrennt zum Hauptfach und wie das auch bei allen anderen tollen Rucksäcken möglich ist, kann man diese Untertrennung eben auch aufmachen und hat dann einen komplett durchgehenden Innenraum und kann das dann auch wieder entsprechend zumachen, wenn man lieber eine Unterteilung haben möchte. Insgesamt die Verarbeitung kann man da wirklich nicht nörgeln. Auch solche Laschen hier sind ordentlich angebracht. Da ist mir noch nicht mal im Ansatz irgendwas ausgerissen. Und ich habe den schon ordentlich befüllt gehabt mit seinen 12 Kilo, die er da gehabt hat. So ein kleiner Rucksack ist vielleicht schon gar nicht mehr für 12 Kilo ausgelegt, könnte ich mir vorstellen. Und schon gar nicht bei der Preisklasse. Kommen wir zum Tragesystem. Die Hüftflossen sind sehr weich und gut gepolstert. Da gibt es also wirklich auch nichts auszusetzen und ich bin da durchaus empfindlich. Also das ist wirklich sehr bequem. Schön ist auch dieses Ding hier, was dann da entsprechend auf dem Hintern auflegen wird, bei den meisten Leuten, die den Rucksack tragen zumindest. Er hat eine U-förmige Alustrebe, die man hier sehen kann. Die verläuft eben U-förmig. Die ist auch recht solide, ordentlich verarbeitet, gibt es nichts auszusetzen. Hilft auch sehr bei der Stabilisierung. Und man kann nun die Höhe verstellen, indem man einfach dieses Ding hier aufklappt und hier entsprechend diesen Riemen in der Länge variiert. Die Höhenverstellung kommt dann dadurch, dass hier der gesamte Tragebereich quasi einfach an der Schiene, die für die Stabilisierung sorgt, verschiebbar ist und sich natürlich immer nach ganz oben schiebt, wenn man den Rucksack auf hat, weil dann hängt er ja an diesem Ding dran. Das strafft sich also dadurch automatisch und je nachdem, wie lang man eben diese Strippe hier einstellt, hängt das weiter oben oder weiter unten und der Rucksack lässt sich auf nahezu jede Körpergröße einstellen, bis zu 2 Meter, wie da hinten zu lesen ist. Ne? Das kann ich mir also auch wirklich gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich bin hier 1,89 und bei mir hat es wunderbar geklappt. Höchstens kann es halt sein, dass man das mal alle 2-3 Tage bei intensiver Beanspruchung noch ein bisschen nachziehen muss, noch mal ein bisschen neu einstellen muss, vielleicht auch einmal am Tag unterwegs. Aber auch das ist wiederum ein Aufwand, der meiner Meinung nach absolut zu verkraften ist und kein großes Problem darstellt. Beim Packen des Rucksacks muss man allerdings ein bisschen darauf achten, dass hier jetzt nichts durchdrückt, weil wenn man hier irgendwas, also hier gibt es keine sehr versteifte Rückenplatte. Hat man da also irgendwas direkt an den Rücken gelegt, was kantig ist, kann das hier so ein bisschen durchdrücken und dann dazu führen, dass nur hier oben Polster und da unten Polster ist, es einem dann hier ins Kreuz reindrückt. Aber das ist dann halt eben ein Fehler beim Rucksackpacken, den muss man halt so packen, dass das nicht passiert. Dann passiert das auch nicht. So, dann haben wir an Zusatzmaterial noch diese Schlaufen hier. Die zeige ich euch gleich noch, wenn ich ihn aufhabe. Es gibt natürlich auch einen Brustgurt, hier mit einem tollen Verschluss mit Pfeife. Deshalb auch in Orange, damit man die Pfeife auch ja findet, wenn man sie braucht. Der hat hier auch so ein schönes Elastikbändchen, dass der ein bisschen variabel ist, wenn man ein- oder ausatmet. Und das wäre es dann im Wesentlichen zum Tragesystem gewesen. Simpel, effizient, größenverstellbar, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit eben. An solchen Dingen merkt man auch, dass das ein für Decathlon-Verhältnisse sehr, sehr hochwertiger Rucksack ist und eben auch vergleichsweise teuer. Das ist so ziemlich der beste Rucksack, den du da überhaupt kriegen kannst von der Hausmarke. Früher hatten sie dann auch nochmal Rucksäcke namhafter Hersteller im Programm. Gibt es jetzt, glaube ich, Sticker nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch dieses Zeug von der Hausmarke eben. Aber ja, der ist eigentlich
für Anfänger absolut zu empfehlen, rundum sorglos Paket mit so ein paar Ecken und Kanten. Der wiegt sehr viel, also Leergewicht sind 3 Kilo, glaube ich, sogar noch ein bisschen irgendwie so roundabout 3 Kilo. Das ist für so einen doch vergleichsweise kleinen Rucksack sehr, sehr, sehr viel. Die gibt es auch schon ab 1,5 Kilo. Ganz, ganz tolle habe ich auch schon gesehen mit 1 Kilo, 60 Liter Rucksäcke. Das muss man natürlich eben einfach dadurch bezahlen, dass man da so viel Zusatzzeugs dran hat. Also jedes bisschen Zusatzzeug, auch so ein Trillerpfeifenverschluss, erhöht natürlich das Leergewicht des Rucksacks. Eine Verstellmöglichkeit erhöht das Leergewicht des Rucksacks. Das muss man einfach in Kauf nehmen. So, habe das Teil also jetzt entsprechend aufgezogen und möchte deshalb noch darauf hinweisen, wie ihr hier sehen könnt, da es hier dann doch gut durchleuchtet zwischen meinem Rücken und dem Rucksack. Die Rückenbelüftung ist auch wirklich ganz wunderbar. Eben dadurch, dass das Ding aus da unten einem Polster und oben im Kreuz einem Polster besteht und dazwischen nichts ist, sofern man es richtig gepackt hat, kann man da wirklich auch durchgreifen ohne Probleme. Und da hat man einfach eine prima Belüftung. Besser als wenn da nichts ist, geht es halt auch nicht. Mir persönlich ist es ja nie besonders wichtig, dass da eine gute Belüftung da ist. Es ist aber halt schon irgendwo was, wo man natürlich sagen kann, das macht einen guten Rucksack aus, dass eine vernünftige Luftbelüftung des Rückens möglich ist. So, ist also auf jeden Fall was Positives. Jetzt nochmal kurz zum Brustgurt. Der ist höhenverstellbar. Man hat hier jeweils die Möglichkeit, den noch rauf und runter zu schieben. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Und damit wir auch die Pfeife mal getestet haben. Bin zu blöd zum Pfeifen. Naja, wenn man eine Weile übt. Jetzt hat es funktioniert. So, ja, funktioniert also auch. Kein Problem. Insgesamt kann man hier übrigens noch, ja, hier sind noch so Gummidinger, an denen man noch irgendwas festmachen kann, was man sich eventuell an die Schulter hängen möchte und eben halt diese Haltegriffe. Ich sehe die immer als Daumenhaltegriff, die können natürlich auch anders benutzt werden, aber das ist meistens, wenn ich jemanden sehe, der mit sowas rumhängt, da hat er seinen Daumen hier reingehängt und läuft dann quasi so rum und zieht sich das Gewicht dann hier auch aktiv noch ein bisschen nach vorne, um halt die Schulter noch ein bisschen zu entlasten, das dann noch ein bisschen zusätzlich an den Arm dran zu haben. Wer das mag, ist sicherlich beim Wandern hin und wieder ganz angenehm, wenn man das dann so macht, damit man einfach eine andere Art und Weise der Lastverteilung nutzt zwischendurch. Und das entlastet halt einfach die ansonsten ständig belasteten Teile, wie eben die Schultern bzw. die Hüfte, wenn man den Hüftgurt entsprechend angezogen hat. Zu diesem müssen wir noch ein wenig runter machen. Sitzt gut, gibt es eigentlich auch nichts auszusetzen. Hier hat er ja noch diese Seitentäschchen und ja, ich habe jetzt noch eine kleine Gürteltäschchen am Gürtel, weshalb das Ding jetzt bei mir nicht hundertprozentig richtig sitzt, weil es zu faul, die extra abzumachen zu dem Zwecke. Aber da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. So, und jetzt der Spezialfall bei diesem Rucksack. Sowas habe ich nämlich woanders noch nie gesehen. Ich bin jetzt aber auch nicht der große, super tolle Gear-Experte. Aber Rucksäcke habe ich schon wirklich doch einige aufgehabt im Laufe der Zeit. Und gesehen habe ich noch nie dieses seltsame Deckelsystem. Da gibt es nämlich jetzt nochmal am Deckel hier so kleine Schnallen. Man kann es hoffentlich sehen, wo ich hier rumhantiere, die man dann da. Besser geht's, wenn man den Rucksack dazu abnimmt. Ja, geschafft. Und dann kann man nämlich Folgendes tun. Ja, seht ihr? Das ist nämlich ein Deckeltaschchen an Strippe, die sogar so ein bisschen sich wieder einzieht. Also das ist so eine, ist nicht eine Gummistrippe, da ist so eine, ja, so ein, wie beim Anschnallgurt im Auto, so eine Spule drin, die das dann wieder aufspult. Genau, das Wort habe ich gesucht. Und das kann man sich jetzt nach hier vorne eben legen und kann das dann, dazu gehe ich einfach mal ein paar Schritte nach hinten, sich unten am Hüftgurt, ich hoffe man kann es sehen, einklicken. Zack, dafür gibt es so extra Schnallen. Und kann das auch wirklich schön straff anziehen, dass einem das gut fest, solide auf der Brust sitzt. Und das war eigentlich auch sowas, wo ich gedacht habe, das ist ja genial, weil super praktisch ist das halt für Leute, die eine Kamera mit sich rumschleppen oder ein Foto. Das kann man dann hier vorne reintun und hat das halt wirklich ständig zur Verfügung, wenn man es braucht.
Das ist schon sehr praktisch. Schön ist auch diese Netztasche hier vorne. So. Da, ich glaube, das ist gedacht, dass man sich da einen Helm eventuell befestigt oder eine Regenjacke. Also ich hatte jetzt die Regenjacke größtenteils da dran. Poncho wäre natürlich auch eine Option, ein leichter. Man könnte auch seinen Hut da befestigen, aber wer will das schon? Und gleichzeitig ist jetzt diese tolle Idee mit dieser Tasche auch wieder ein Nachteil vom Rucksack, weil ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt daran hat sparen müssen, das Geld für eine größere Regenhülle auszugeben, denn die ist nämlich zu klein. So wie der Rucksack jetzt ist, ohne dieses Ding hier oben drauf, also mit dem Teil an der Brust, beziehungsweise am Bauch, da geht die Regenhülle noch gerade so drüber, wenn der Rucksack richtig, richtig voll ist. Aber auch nur dann, wenn diese Seitentaschen nicht ganz, ganz maximal befüllt sind. Also ich glaube, man kann den Rucksack so vollpacken, dass er selbst ohne dieses Ding obendrauf nicht mehr in seine Regenhülle passt. Und das ist ärgerlich, weil gerade wenn das Ding nämlich neu ist, wie bei mir eben gewesen, und man nimmt den mit und denkt sich nichts Böses, ja, da ist ja eine Regenhülle dabei und ich habe keine große Isomatte hinten dran geschnallt, dann muss das ja in irgendeiner Form funktionieren. Und dann geht es halt eben nicht und alles, was man hier vorne drin hat, weicht nämlich durch. Man hat nämlich keine Möglichkeit, zumindest keine serienmäßig eingebaute, hier vorne das Zeug auch noch irgendwie regengeschützt zu transportieren. Mit einer Ausnahme, denn die Tasche hat auf der Innenseite hier noch so eine Plastikfolie als Kartentasche eben entsprechend verwendbar. Wenn man sich da noch die Karte hinmacht, kann man dann so machen unterwegs, drauf gucken und weiß, wo es weitergeht. Auch wieder ziemlich schlau und gut durchdacht, also vom Design her, das haben sie schon gut gemacht. Deshalb habe ich auch ja eingangs mal erwähnt gehabt, ich werde mir wahrscheinlich die interne Regenhülle einfach abschneiden, die für irgendwas anderes nehmen oder als zusätzliche kleine Regenhülle für hier vorne verwenden und mir eine externe Regenhülle, wie ich das bei meinen ganzen anderen Rucksäcken, die alle keine interne Regenhülle haben, also keine fest verbaute, eine ganz normale externe Regenhülle mitnehmen und die dann oben drüber schmeißen. Das geht dann auch mit der Isomatte, kann man trotzdem eine Regenhülle noch entsprechend drüber schmeißen. Die kosten ja auch nicht viel, so irgendwas zwischen 8 und 12 Euro, je nach Größe. Und dann ist das Problem auch gelöst. Das muss man aber halt eben wissen und dass sich dieser Rucksack dann doch meiner Meinung nach schon an Anfänger richtet, wie fast alles, was man beim Decathlon bekommt. Ist das so ein bisschen was mich ein kleines bisschen stört. Aber nichtsdestotrotz ist das Ding wirklich eine absolute Empfehlung. Für das Geld absolut toll. Preis-Leistung wunderbar. Und ja, dem habe ich ansonsten eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und ich stelle fest, ich muss noch die komischen Klebestreifen von meiner Tür entfernen und dann noch ein tolles Poster anbringen, was ich eigentlich noch geplant hatte. Das muss ich heute noch machen. Keller ist nämlich noch nicht hundertprozentig fertig, aber es wird. Es gibt auch schon erste Ausrüstungsgegenstände in dem Regal da, nämlich Petroleum. Rums da fiel die Lampe um, alles voll Petroleum. Macht's gut.